Ich organisiere ein Projekt am Wildkreuz mit einer Station von der Stadt Däfelingen. Das Ganze ist für Klienten. Den Brevas, das ist ein Promoter aus Holland. Und die haben eine ganze Party der Monopol in Abkauf. Und die rappen die auf, bauen dann neue Sachen drin. Ich finde schon ein Dutzend Leute invitiert aus dem Ausland. Da sind Leute von Berlin, Hamburg, München, aus Wien und so weiter, und die sind dann high. Wir haben uns dann auch in der Wand getroffen und haben dann zusammen ein Konzept ausgeschafft, für dann die komplette Wand von oben bis unten zu bemalen. Das ist nicht nur das Wand, das ist auch Bannen am Band dran, malen wir die eine oder andere Mauer, wir machen ein Accrochage, ziehen auch Tätowierer, die da sind, es gehen Cupcakes zu Verkauf, es gehen Vintage-Mäfeln ausgestellt auf Verkauf. Also es gehen eine ganz, ganz party Sache. Es gehen einen Fotos-Workshop, es sind andere Künstler, die Installationen da machen. Und voilà, das developiert sich noch bis Samstag. Wir kommen dann die ganze Zeit Sachen dabei. Und Samstag machen wir dann eine Vernissage. Und der fängt dann um 6 Uhr an. Und am Schluss ist dann ein Silent Disco, wo wir dann mit Kopfhörer Party machen. Für das wir dann so ein Residenziell sind und wir keine Comedy machen. Wir machen aber frei nicht. Natürlich, wir machen Party mit Kopfhörer. Und dann gedenken, das wird schon eine super Sache. Ja. Schon mal ein paar Nudelstücke geholt, die ich schon Bixen, die ich gesammelt habe bei Fastfooden, die ich Kebabs Verkäufer. Und schon all meine Nudeln geholt, wo ich eigentlich keine mehr wollte. Und ich bin dann gegangen umzukleiden mit einem mit Coca-Cola und den anderen einfach mal mit Aluminium umgedreht, dass sie ganz an Aluminium verklebt wird. Und man kriegt dann eben ein paar Räder, Skateboards-Räder, das sind aber irgendwie ein bisschen am Street-Art-Bereich. Also. Ich meine, die Monopol ist an sich an einem Mivel dran. Die sieht so ein bisschen aus wie ein kleines Frigo. Und ich verklebe den mit Coca-Cola und dann, wenn ich das Tier möchte, dann hole ich einen Flash Cola dran. Sollt man eigentlich kurz, was macht der hier? Müll und Mauer. Und die macht das immer? Nee. Was macht er denn normalerweise? Schaffen. Wir backen. Wir verkaufen ja nur, also wir verkaufen ganz vorüber Cupcakes. Mit verschiedenen guten, ein bisschen mehr spezieller, grellen Farben und alles für ein bisschen mehr so. Das war so ein bisschen wie so eine psychedelische Bäckerei, das muss man das so mal nennen. Und dann, mit dem muss man also Stand noch fertig kriegen, wie dass man das mit dem Pinsel mehr geht. Das ist gerade so sehr wie bei den Herren mit der Spraydose. Und dann fängt man noch fünf, fängt man dann nun zu verkaufen. Das muss man da, am Vierfeld haben wir dafür ein gut 40, 50 Stück haben wir dafür bereit. Und dann am Morgen fängt man dann noch an, hier immer Surplus zu backen, dass Leute sich auch können ihre Gur raussuchen, ihre Farben raussuchen. Da kommen noch Cake Pops dabei, da kommen noch farbige Kuchen dabei und von bis bisschen, alles das, was ich ein bisschen normalerweise nicht bei uns an der Bäckerei oder an den Tee stiefel schon finde.